Hallo Leute, ich möchte euch heute das Odys Fusion Win 12 Pro vorstellen. Das darf ich über einen Produkttest, über Part testen. Das ist ein Produkttest und Party-Sponsoring-Portal. Genau. Wir fangen mal an mit dem Design. Also, wie ihr sehen könnt, ist das Netbook in einem schwarzen, schlichten Design gehalten. Ich finde das allerdings ganz schön. Die Beschichtung ist so gummiert und das Netbook ist komplett aus Kunststoff. Durch die Gummierung ist das halt auf jeden Fall viel griffiger und so. Allerdings, wie ihr sehen könnt, auch total abgegrabbelt. Also Fingerabdrücke und Fusseln bleiben an dem Netbook kleben und hängen. Lassen sich aber mit einem Mikrofasertuch und ein bisschen Fensterputzmittel wieder gut entfernen. Das Netbook hat hinten eine Kamera und vorne auch. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Dann haben wir zwei USB-Anschlüsse, Speicherkartenslot, einmal den Eingang für den Netzstecker, einmal einen Eingang für Kopfhörer, Micro-USB und ein TV-Out. Genau, dann machen wir den jetzt mal auf. So, hier oben ist die andere Kamera, die Frontkamera. Die haben beide 2 Megapixel. Ist jetzt nicht so der Bringer. Reicht gerade so für Skype, aber das war es dann auch schon. Genau. So. Dann haben wir, genau, die Kamera hier oben ist der Anknopf. Und hier kann man lauter und leiser machen. Dann die Anzeigen für Anschalten und Groß- und Kleinschreibung. Ja, genau, die Tastatur ist ganz normal. Es gibt keinen Nummernblock. Das stört mich allerdings nicht. Mir reichen die Zahlen hier oben. Die Tastatur, also die Enter-Taste ist leider ein bisschen klein ausgefallen, finde ich. Ja, und sonst fangen wir gleich mal damit an. Die Tastatur reagiert meiner Meinung nach leider manchmal etwas zurück. Also ich schreibe relativ schnell und man muss die Tasten schon relativ doll drücken, damit es auch wirklich jeder Buchstabe ankommt, weil wie gesagt, wenn man schnell schreibt, dann drückt man ja manchmal auch nicht so doll drauf und dadurch werden dann einige Buchstaben mal vergessen und auch die Großschreibtaste reagiert dann nicht immer. Außerdem kommt man beim Schreiben auf die Bildpositionstasten irgendwie rauf und dann ist man auf einmal irgendwo anders im Text. Das finde ich nicht so gut. Genau, dann haben wir hier das Touchpad. Auch das reagiert leider manchmal etwas zu doll oder nicht, weil wenn ich am Schreiben bin oder ähnliches, dann ist es schon so, dass, nicht wenn ich am Schreiben bin, wenn ich am Gucken bin und so, dass ich die Fenster schließen, kleiner machen. Klar haben diese Touchpads Funktionen, aber das reagiert irgendwie nicht immer so, wie es soll. Und das finde ich halt nicht so gut. Genau. Sonst, das war jetzt erstmal das Negative. Sonst gefällt mir das Netbook total toll. Das ist ja ein 2-in-1-Gerät. Das kann man einmal als Tablet und einmal als Notebook halt benutzen. Das Tablet geht ganz einfach ab von der Station. Und man kann dann direkt auch in den Tablet-Modus wechseln oder eben nicht. Man kann es auch drehen. Und damit dann halt Bücher lesen und so weiter und so fort. Genau, und das wird halt durch 2 Magneten hier an der Tastatur gibt den Halt und das lässt sich auch ganz einfach immer anbringen und wieder abmachen. So, erkennt das auch gleich. Ja, genau. Kamera hatte ich schon gesagt. Lautsprecher sind auch nicht so toll. Es ist halt, man kann jetzt hier keine Bässe erwarten oder sonst irgendwas. Der Sound ist halt ein bisschen stumpf, abgestumpft. Aber für normal, wenn man jetzt mal kurz ein Video guckt oder sowas, reicht es auch. Genau, das Netbook ist mit Windows 10 ausgestattet, hat halt alle
Apps. Ich kannte das vorher durch meinen Computer schon. Und deswegen war das für mich kein Neuland. Was mir total gut gefällt, ist dieses Spracherkennungssystem Cortana. Das benutze ich sehr gerne, um Wetter zu fragen oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, also sonst ist das Netbook lässt sich schnell bedienen. Das Touchpad reagiert sehr gut. Und ich finde auch total gut, dass man den Touch benutzen kann, wenn die Tastatur angedockt ist, weil so kann ich jedenfalls viel schneller arbeiten, gerade weil ich mit diesem Touchpad nicht so genau klarkomme. So, das ist schon weg. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Es lassen sich auch mehrere Fenster öffnen, das schafft das Netbook alles. Ist wirklich leistungsstark für seine Größe. Mir gefällt die Größe sehr gut. Ich finde das gut, dass das nicht zu groß ist. Und auch mit der Tastatur, mit dem Schreiben komme ich gut klar. Sonst soweit von der Größe her. Man kann es halt so überall mit hinnehmen. Und das gefällt mir am besten, weil ich habe sonst nur einen stationären PC. Und jetzt kann ich überall arbeiten, wo ich möchte, im Garten oder das Netbook mitnehmen. Genau. Ja, wie gesagt, ich kann also mit dem Netbook auch gut Videos und Bilder bearbeiten. Das schafft es alles ohne Probleme. Ich lade hier meine Videos hoch und kann auch sehr schnell, also das funktioniert alles schnell. Was nicht so schnell funktioniert, meiner Meinung nach, ist das Hochladen von Bildern in einer E-Mail. Warum auch immer, schafft er das nicht so schnell. Also das, hier haben wir was. Also ein Foto geht immer noch gerade so, finde ich. Und sonst, wenn man mehrere Fotos verschickt, dann dauert es halt echt lange. Aber ja, das ist dann halt so. Sonst, wie gesagt, gefällt mir das Netbook sehr gut. So, und dann dauert es auch ewig, bis ich das wieder zumachen kann. Okay, mal. Also ich schreibe, habe auch meinen Bericht mit dem Netbook geschrieben. Wie gesagt, das geht alles flüssig schnell. Das Netbook ist ausgestattet mit einem Intel Atom Quad-Core-Prozessor X5Z8350 mit 4 GB DDR-RAM und 32 GB Speicher und einer Intel HD Graphics 400. Das mit dem Speicher ist natürlich nicht viel und viel ist auch schon belegt von irgendwelchen Programmen, die hier drauf sind. Und leider kann man auch nur, also man kann eine Speicherkarte ja wie gesagt hier einstecken bis 128 GB, aber die Speicherkarte wird halt nur als Wechseldatenträger erkannt und nicht als Festplatte. Deswegen kann man da halt auch nur Bilder und sowas alles speichern und nicht irgendwelche Programme. Ja, genau. Ja, die Größe ist mit 11, und Zoll, 11,6 Zoll sind 29,6 cm. Finde ich, wie gesagt, genau richtig. Ja, genau, das Netbook, das kostet so circa 250 Euro und das finde ich völlig in Ordnung, weil es ist wirklich für meinen Gebrauch, ich schreibe damit, ich bearbeite meine Videos, Fotos, surfe im Internet und das ist für mich top. Ich finde den Preis total gerechtfertigt, denn auch wenn alles aus Kunststoff besteht, ist es trotzdem ein hochwertiges Netbook und das gefällt mir, wie gesagt, total gut. Und bis auf die Tastatur, was sicherlich auch Gewöhnungssache ist, da halt mal ein bisschen fester drauf zu drücken und das Touchpad, ja. Wie gesagt, ich denke, das ist Gewöhnungssache und von daher sind das auch, wie gesagt, meine einzigen Kritikpunkte. Genau, was ich diese Neigung von dem Netbook, wenn man das auf dem Schoß hat, wenn man zum Beispiel auf dem Sofa sitzt, dann finde ich, dass diese Neigung nicht ausreicht. Also es könnte ruhig noch ein Ticken mehr sein, um bequem dann gucken zu können und schreiben zu können. Oh, wo bin ich denn hier? So, weiter geht's halt nicht. Ne? Also ein Tick könnte es noch.
So, aber wie gesagt, ich bin total zufrieden damit. Ich kann das auch auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man, also gespielt habe ich damit nicht, aber ich habe woanders gesehen, dass wohl einfache Spiele damit gespielt werden können. Aber das sind auch gar nicht meine Anforderungen, sondern wie gesagt, schreiben Videos und so weiter. Und dafür ist dieses Netbook einfach toll und das kann ich auch jedem weiterempfehlen. Genau, und das war es auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich schreibe euch gerne noch den Link drunter, wo ihr dieses tolle Netbook von Odis erstehen könnt. Und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.